Deine Streitkräfte haben einen Ort in der Nähe der Tempelanlagen gesichert. Wir sind bereit, gegen die Tal'Darin vorzurücken. Uns steht eine wahrhaft ruhmreiche Schlacht bevor, Bruder. Das ist gut, hau rein. Ruhmreiche Schlacht, Hepp. Der Tempel von Eris. Hinter diesen jahrtausendealten Mauern ruht unsere letzte Hoffnung. Tal'Darin, riegelt den Tempel ab! Lasst niemanden herein, bis mein Werk getan ist! Er sieht doch gar nichts. Wer sich meinem Befehl widersetzt, wird mit seinem Blut bezahlen. Der Hochlord der Tal'Darin ist hier? Das bedeutet nichts Gutes. Dies ist nicht die einzige Schwierigkeit, Ceratul. Diese Welt steht kurz vor dem Untergang. Die Vespingas-Vorkommen unter der Oberfläche sind instabil. Der Planet wird immer wieder von Eruptionen erschüttert. Diese Spalte sind die letzten verbleibenden Quellen an Vespingas. Wir werden uns zu ihnen durchkämpfen müssen, um genug Ressourcen für eine Armee zu sammeln. Ich hoffe, dieser Tempel ist dies alles wert. Hier geht doch glatt die Welt kaputt. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ceratul, der Druck des Planetenkerns steigt kontinuierlich. Mit dieser Anzeige könnt ihr den seismischen Druck im Blick behalten. Macht eure Truppen bereit vorzurücken. In Kürze wird sich ein Spalt auftun. Ja, mit dieser Anzeige. Ich hoffe echt mal, dass Legacy of the Void nicht wieder so aufgebaut ist, dass es in jeder Mission eine Einheit gibt, die das alles macht. Vernichtung. Sieht cool aus in Schwarz. Schwarz macht schlank. Wird ausgeführt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Man muss immer zusätzliche Pylonen bauen. In diesen Bereichen öffnen sich Spalten. Hurra! Wir müssen schnell vorrücken, um das Vespingas einzusammeln. Okay. Da stehen da welche. Kalt ist die Leere. Prismakern versagt. Wir nötigen Unterstützung. Gehört das eigentlich so, dass die Einheiten bei jedem Kampfbeginn sofort am Jammern sind? Ist mir schon bei Wings of Liberty aufgefallen. Wie ihr befindet, ich bin die Stimme der Finn. Was ist euer Begehr? So soll es geschehen. Ihr seid auf mich angewiesen. Naja. Ab. Ja, ich registriere ungewöhnliche seismische Aktivitäten an diesen Stellen. Irgendetwas Wertvolles muss dort verborgen liegen. Wir sollten das näher untersuchen.
sollten wir wohl machen. Und mit wir meint die mich. Wir sind eins mit den Schatten. Natürlicher Vespin-Gasschacht. Ich werde das Gas mit Hilfe der leeren Suche aus dem Orbit extrahieren. Cool. Das kann das Schiff. Ein Ausbruch steht kurz bevor. An diesen Stellen werden voraussichtlich Spalte entstehen. Ein Schiff kann Sachen aus. Egal, lassen wir das. Nun gut. Meins. Finger weg. Alles meins. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euer Begehr? Nun gut. Mein Begehr ist einfach mehr. Wie ihr befehlt, vorerst. Zack. Zweiten Schacht gestoßen. Ach was. Die seismischen Werte legen die Vermutung nahe, dass sich noch ein weiterer Schacht auf der Oberfläche befindet. Zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Draußen. Ach, ist das schön. Endlich Protoss-Mission. Ganz wie ihr wünscht. Fünf Jahre später. Fünf Scheißjahre, obwohl Blizzard versprochen hat. Nein, das macht keinen Nachteil, wenn wir die Kampagne splitten. Jährlich kommt dann die nächste Kampagne. Fünf Jahre. Ausbruch steht kurz bevor. An diesen Stellen werden voraussichtlich Spalte entstehen. Das sieht geil aus in Schwarz. Heute will ich auch haben.
Kommando. Einfach den kaputt machen. Kalt ist die Leere. Kackvögel, ey. Nur mit eurem Tod könnt ihr für eure Sünden sühnen. Bieten her. Schwarz echt geil aus. Ja komm, Bonusziel. Im Namen der Rache. Was jetzt Werbung? Kalt ist die Leere. Ganz wie ihr wollt. Unsere Truppen haben den Tempel fast erreicht. Wir sollten unsere Krieger sammeln und mit vereinten Kräften zuschlagen.
Ja, dann komm doch. Bring deinen Scheiß doch her. Nur sabbeln mich alles mal lassen. Es ist zu einem weiteren Ausbruch gekommen. Ich markiere auf der Karte, wo sich Spalte auftun. Ein Hoch auf die Schatten, Babylon 5. Dramatisch war das jetzt auch nicht. Schwarzes Outfit und könnte man noch nichts. So, Schicht im Schacht, schön sauber hier. Endlich frei. Ja, doch die Tal'Darim sind nicht dafür bekannt, Niederlagen einfach hinzunehmen. Sie werden Truppen schicken, um ihren Hochlord zu befreien. Wahrscheinlich eine ganze Streitmacht. Geht, Ceratul. Findet die Antworten, die ihr im Inneren des Tempels sucht. Mit unseren Klingen werden wir euch genug Zeit verschaffen. Ihr habt meinen Dank, Talis. Entaro Tassadar. Adum Toridas, Bruder. Tja, ein Hoch auf Adum. Schade, wollte ich gerade noch machen. Da war noch was.